Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Ich spiele heute wieder GTA 5 Custom Maps, heute mal wieder alleine am Start und, Freunde, Überraschung, eine Level Agent am Start. Mal gucken, was das hier so gibt. Ich habe keine Ahnung, mal wieder von GTA 5 DX. In Zukunft werden natürlich auch noch andere Maps kommen und auch wieder mit Leuten irgendwann. Muss man mal alles gucken, wie sich das so entwickelt in nächster Zeit. Wer wann wieder dabei ist, weiß ich nicht. Ich schreibe nicht täglich mit den Leuten und frage, ja, wann seid ihr wieder dabei? Sondern wenn die Bock haben, kommen die rum und zocken mit. So einfach ist das. Und ja. Gucken wir mal. Sagen wir es mal so. Oh, man muss noch ein bisschen nach links, glaube ich, oder? Kriege ich den? Ja, ich habe ihn bekommen. Okay. Zack, dann einmal hier vorne hin. So. Da muss man scheinbar von hier. Ah, okay. Hab's gecheckt. Bisschen weit. Oh, fast sogar richtig weit. Kurz mal respawn. Ah, come on. Ich will noch gar nicht direkt darüber. Ich will erstmal auf dieser Plattform dazwischen landen. Ah, bin einfach immer zu schnell. Jetzt bin ich direkt drüber. Okay. Geht halt auch dann, ne, im Zweifel. Hat man richtig den Boost gemerkt, den ich bekommen habe durch dieses nach unten drücken. Den Sprung hat er wieder verwertet, den hatte der schon mal in der Map, die wir im Livestream gezockt haben am Wochenende. Das ist nicht dieselbe, ich habe schon Lucky Lucky gemacht hier. Aber da war genau derselbe Jump drin. Ah, schade. Den schaffe ich nicht fast voll wahrscheinlich. Ne, keine Chance. Da war die Laterne im Weg, Freunde. Man muss ja auch mal sein, so lernt man wenigstens die Strecke noch ein bisschen besser kennen. Da wird auch wieder eng. Ja, schade. Schade, schade, Schokolade. Okay, ein paar haarige Sprünge muss man in so eine Map ja einbauen, ne? Haben wir ja gelernt. Nicht hin. Schade, der Winkel hat gar nicht gepasst. Eieiei. So, zack. Okay, okay, okay. Da kommen ein paar haarige Sprünge noch scheinbar. Okay, dass ich den so easy schaffe, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ah, oh, da. Ich darf ein ganzes Stück zurückfahren jetzt. Eieiei. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so easy schaffe, weil der sah ein bisschen schwerer aus. Ja, den schafft man aber easy, glaube ich. Ja, wollo. Zack, haben wir. Ich will mal wieder mehr Maps auch mit so Hipster-Slides und spielen. Ich muss mal gucken, ob ich da was finde. Die Tage. Mal gucken, was so in Zukunft noch kommen für Maps. So, jetzt hier erstmal das Ding. Wie man sieht, kann ich das auch super. Ach, schade, man kann den Punkt nicht schieben. Ja, gut natürlich, Kappa. Da kann man nicht schießen, aha.
Nee, man kann ihn nicht schießen. Ist schon gut gebaut, das Ding. Ach, come on. Da hätte man mir den mal geben können eigentlich. Wäre eine Ehrenbruder-Aktion gewesen. Jetzt habe ich ihn. Jawollo! Uiuiui. Hallo, lass mich mal hier runter. Danke. Hätte auch einfach da in die Einfahrt fahren können. Aber egal, das ist nicht so cool. Wo muss man? Ah, da war der Baum. Ich habe ihn noch gesehen, dass der Baum in der Luft ist. Wo ich hier das Tennisfeld sehe, Freunde. Alexander Zverev. Vielleicht ist der Name einigen Begriff. Hat heute, wo ich das aufnehme, ein wichtiges Turnier gewonnen. Und zwar kann er sich jetzt Weltmeister im Tennis nennen. Mega nice. Und doch sicherlich nicht so verkehrt für den deutschen Tennis. Dass wir da wieder wen Erfolgreiches auch im Herrentennis haben. Im Damentennis gibt es ja durchaus ein paar, die ab und zu mal was reißen. Aber im Herrentennis war ja in letzter Zeit eher so ein bisschen mau. Und ja, ich bin allgemein halt Sport interessiert, also beim Gucken. Ne? Nicht beim selber machen. Von daher kriege ich sowas immer mit. Dann freue ich mich dafür. Jawohl, den haben wir auch. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn so einfach bekomme. Aha, man muss auf die Trasse. Ich habe null gecheckt, wo man hin muss. Das war ein bisschen blöd von mir. So. So Dinger nennen sich doch Trassen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja. Oh. Immerhin bin ich nicht rechts reingefahren, aber... Wahrscheinlich muss man hier noch wechseln oder so. Das wäre hart. Das würde ich nämlich verpeilen, dass ich da wechseln muss. Garantiert. So. Das wäre ein guter Troll dann. Oh, hier muss man hoch. Okay, respawn. Bin schon viel zu weit gefahren. Das wäre ein elend langer Weg zurück gewesen. Wo geht's denn hier hoch? Hier nicht. Andere Seite. Hier war der Punkt. Kann man schon respawnen? Oder muss ich jetzt echt hier... Ah, komm, ich fahr kurz hoch. Ist ja kein Problem. Sollte man, glaube ich, auch so machen. So, einmal hier hoch. Zack, einmal hier hinten hin. Ah, damit habe ich nicht gerechnet, dass man da so ein Stück nach links muss. Aber okay. So, easy hier rüber. Da muss man wahrscheinlich wieder da runter. Ah, das ist schon schwerer scheinbar. Ich fahre auch gerade nicht gerade vor. Sondern schräg. Was ein Problem darstellt. So. Wohl muss ich. Ich sehe null. Ich war einfach irgendwie gerade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier falsch ist. Na, respawn ich einfach mal. In der Hoffnung, das gibt mir mehr Aufschluss. Ja, hier ist eine Rampe. Dann ist hier eine Rampe. Ah, da drüben ist auch eine Rampe. Okay, okay. Also Rampen, Rampen, Rampen. Muss man ja auch erstmal sehen, ne? Aber man hat sogar keine Chance ohne Respawn. Das zu sehen direkt am First Try, also. Ah, was mache ich da? Ich weiß doch, was da kommt. Eieiei. Ich guck mal, was da noch kommt. Nur um es schon mal zu wissen.
Aber hier den Speed kann ich ja auch wieder neu aufbauen. Ah, da aber nicht. Oh, come on. Okay, okay, was muss man da bitte alles machen? Also das, die gute Nachricht ist, man muss nicht Fullspeed durchfahren. Wenn man hier erstmal rüber ist, hier, dann ist eigentlich egal. Aber Alter, da vernünftig rüberkommen auch ist schon schwer genug. Jetzt vielleicht mal. Ah, da sind so Pinöppel. Come on. Oh. Damit rechnet doch kein Schwein. Das ist halt das Gute. Hier muss man echt nur so ein bisschen rüberziehen. Ah, lol, zu kurz. Oh nein, ich dachte, da fängt der Steg ja vorne schon mal an. Da dachte ich, ja, oh, ich soll nicht denken, ne? Ganz knapp an der Häuserkante vorbei. Komm! Was? Ein Meter zu kurz, Alter! Okay, okay. Neuer Versuch, neues Spiel, neues Glück. Der sitzt doch, oder? Oder? Ja, der sitzt. Perfekto. Perfekto. So, nehmen wir den noch. Schaffe ich den First Try? Ja, schaffe ich. Nice. War aber auch nicht so schwer jetzt. Da muss ich durch den Bogen garantiert. Da muss man in den Bogen und dann da unten mit dem nächsten. Okay. Wie viele Punkte kommen? Noch ein paar. Ah, was mache ich da? Sind auch nicht mehr so viele, aber ein paar sind noch. Finde ich gut, dass die Maps immer so auf 15 Minuten angelegt sind ungefähr. Gefällt mir sowas. Puh, ihr seht schon, was da kommt, Freunde. Ah ne, kommt gar nicht. Ich dachte, das wäre so eine steile Wand, also so eine 5-8-Technik-Wand, aber das ist einfach nur Hochfahrwand. So, was kommt jetzt? Hier kommt noch ein Jump auf jeden Fall. Wo kommt jetzt die Frage? Oha, hier. Und direkt First Try, mega nice. Oh, perfekt. Oh, fuck, okay. Man muss das, glaube ich, so ähnlich machen. Ja, man muss es genauso machen. Ah, dann war ich... Oh, ich hätte nur bremsen müssen oder ein bisschen höher ziehen. Oh, jetzt habe ich gebremst, aber das hat es nicht gebracht. Höher ziehen. Ah, jawohl. So, sind wir hier drüben. Hier müssen wir nur noch ein bisschen lang auf die Schnelle.
Oh, ich hasse solche Momente hier. Ja, aber easy. Dann hier noch lang. Zack, zack. Zackig, knackig. So, dann zack, hier runter. Nächster Punkt. Was kommt hier noch? Oha, okay, okay. Okay, okay, okay. Man muss es natürlich wissen, wo man hin muss. Ja, man kann sich eigentlich immer so ein bisschen an den Bäumen orientieren, eigentlich sogar ziemlich genau. Das finde ich nice. Oh, was? Ganz knapp nicht drauf geschafft. Oh Mann, oh Mann. Wenn, dann schaffe ich es echt auf die letzte Kante, aber nicht mal das. Uiuiui. Spannend bleibt's. Ja, das sieht doch gut aus. Zack, einmal hier hoch. Ja. Kann ich den Container noch kurz kaputt machen, wenigstens? Der geht nicht kaputt. Okay, unzerstörbare Container, Freunde. Wir fahren ins Ziel. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.